Ja, ein neues Kurzgeschnackt. Neben mir sitzt Professor Dr. Norbert Lammert, ehemals Präsident des Deutschen Bundestages und heute Präsident der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Welches ist der bessere Job von beiden? Beide Ämter haben ihren jeweiligen besonderen Reiz. Aus der operativen Politik bin ich ausgeschieden, aber ich kann und will mich auch gerne weiter mit Politik beschäftigen und bin nicht unglücklich darüber, dass das jetzt weniger tagesaktuelle Fragen sind, sondern mehr langfristige, grundsätzliche Fragen unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Okay, trotzdem vielleicht ein kurzer Blick auch ein bisschen auf tagesaktuelle Sachen. Ich habe hier ein paar Satzanfänge mit der Bitte, die ganz spontan zu vervollständigen. Aus meiner Zeit als Bundestagspräsident vermisse ich am meisten. Die eindrucksvollen Begegnungen mit Persönlichkeiten sowohl aus dem eigenen Land wie aus dem europäischen und außereuropäischen Ausland. Okay, dass Schüler freitags auf die Straße gehen, um für Klimaschutz zu demonstrieren, anstatt die Schulbank zu drücken, finde ich. Mit Blick auf das konkrete Anliegen beachtlich und plausibel. In der damit gelegentlich verbundenen Erwartung, der bewusste Regelverstoß müsse aber gefälligst sanktionsfrei bleiben, freundlich formuliert, nicht wirklich durchdacht. Okay. Wäre ich ein Tier, dann wäre ich am liebsten. Ich bin schon ganz froh, dass ich kein Tier bin. Dann bleiben wir beim Menschsein. Wäre ich Europaabgeordneter, dann hätte ich bei der Abstimmung zur Urheberrechtsreform ganz sicher auch so gestimmt, wie glücklicherweise die Mehrheit der dortigen Kolleginnen und Kollegen votiert hat. Ja. Um mich morgens am Frühstückstisch zu informieren, greife ich selbstverständlich als erstes zur Tageszeitung. Und soziale Medien nutze ich selten. Und wenn überhaupt flankierend, aber ganz sicher nicht alternativ zu den bewährten, ganz und gar nicht überholten, konventionellen, insbesondere Printmedien. Ja, das ist gut zu hören. Nächste Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird? Derjenige oder diejenige, die eine Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages auf sich vereinigt. Wenn ich nicht in der Politik Karriere gemacht hätte, dann wäre ich? Ich wollte ja gerne Musiker werden. Und da ich selber rechtzeitig begriffen habe, dass das wohl nichts geworden wäre, bin ich ganz froh und dankbar, dass es in einem ganz anderen Bereich halbwegs gut funktioniert hat. Dass für einen Beruf, bei dem es ja von vornherein ausdrücklich keine Lebenszeitperspektive gibt, es überhaupt so lange dann zu einem Langzeitberuf geworden ist, gehört ja rein statistisch zu den seltenen Ausnahmen. Darf ich fragen, welches Instrument Sie spielen? Ich habe Klavier und Orgel und Cembalo, also Tasteninstrumente, gespielt. Ah, okay. Kommen wir zu Ihrer neuen Aufgabe. Die wichtigste Aufgabe der Konrad-Adenauer-Stiftung ist? Es gibt nicht die wichtigste, aber außer der Analyse und Beratung für politisch langfristige, politische, gesellschaftliche Entwicklungen, ist ein ganz wesentlicher Teil unserer Aufgaben die Kontaktpflege und die Begleitung von Entwicklungsprozessen, politischen wie ökonomischen und sozialen Entwicklungsprozessen in anderen Ländern. Die Adenauer Stiftung ist jetzt in mehr als 100 Ländern der Welt mit eigenen Büros vertreten, sodass dies eine Form der regelmäßigen Kooperation, des Austausches von Erfahrungen, von Expertise ist, die auch für die deutsche Politik dann einen inzwischen beachtlichen Stellenwert hat. Ja. Und meine wichtigste Aufgabe bei der Stiftung ist? Wie eigentlich immer die wichtigste Aufgabe von Vorsitzenden in großen Organisationen darin besteht, den Laden zusammenzuhalten und damit sicherzustellen, dass die Fülle der gleichzeitig wahrgenommenen Aufgaben
fachlich, personell, auch finanziell gut koordiniert wird und bleibt. Okay. Einen tagesaktuellen politischen habe ich noch, dass der Wolf nach Deutschland zurückkehrt, finde ich. Grundsätzlich sicher begrüßenswert, dass auch hier wieder mit einer interessanten, neuen und prinzipiell eigentlich schönen Entwicklung im Einzelnen erhebliche Probleme verbunden sein können, sodass sich wiederum die schlichten Alternativen, das ist richtig schön oder es ist scheinbar nur ein Problem, bei genauerem Hinsehen verbieten, gehört zu der komplizierten Welt, in der wir leben. Okay, und eine letzte Frage, sind heute zu Gast beim Verband Wohnungswirtschaft Niedersachsen-Bremen in Bad Zwischenahn. Am schönsten am Nordwesten Deutschlands, finde ich. Was ist am schönsten? Wir befinden uns glücklicherweise in Deutschland in einer Situation, dass wir aufgrund unserer jahrhundertelangen nicht gesamtstaatlichen Entwicklung so ausgeprägte unterschiedliche Traditionen, Mentalitäten, Kulturen entwickelt haben und dennoch in ein und demselben Nationalstaat im Großen und Ganzen sehr friedlich zusammenleben können, dass diese Verbindung von Gemeinsamkeit und Unterschiedlichkeit immer wieder aufs Neue inspirierend ist. Gut, das war eine lange Antwort auf eine lokalpolitische Frage und eine lokalpatriotische Frage vor allem. Herr Lammert, ich danke Ihnen ganz herzlich. Gute Heimreise nach Berlin. Danke. Vielen Dank, dass Sie hier waren.